the way you're supposed to do it, Dad. They want us to do it this way. I don't know that way. Why would they change math? Math is math. Okay, math Dad. Is math. Gestern habe ich die Unglaublichen 2 gesehen. Und warum man hier das Unglaublich auch wieder wörtlich nehmen kann, erzähle ich euch jetzt. Wir kennen die Ausgangssituation. Die ist nämlich, wie es zu erwarten war, das Ende vom ersten Teil. Und wie wir in den Film jetzt eingeführt wurden, war einfach genial. Sie haben es nämlich geschafft, nach diesem grandiosen, wirklich, wirklich tollen Karneval von Logos mit Disney und Pixar und der erste Filmtitel, da haben sie es halt wirklich geschafft, einen überraschenden Einstieg zu schaffen, obwohl wir wissen, wie der Film anfängt. Und das muss man als Sequel erstmal schaffen, wie ich finde. Nachdem im ersten Teil Mr. Incredible im Fokus stand, steht dieses Mal Elastigirl im Mittelpunkt. Jedoch bekommen die anderen Familienmitglieder nicht weniger Aufmerksamkeit. Es wird sogar so ein perfekter Spagat zwischen den Action-Szenen von Elastigirl und dem Familiendrama der Paars gemacht, dass beide Handlungsstränge sich keinesweges gegenseitig negativ beeinflussen. Der Konflikt, dass Superhelden immer noch illegal sind, besteht weiterhin. Somit gibt es auch in diesem Film wieder die Antirassismusbotschaft und der Kampf für die Gleichberechtigung geht weiter. Und trotz dieser wichtigen Message haben sie es geschafft, ein weiteres Statement klarzumachen, und zwar, dass es gar nicht so einfach ist, Kinder zu erziehen, und dass man allen Elternteilen, Erziehern und Pädagogen, welche sich als Ziel gesetzt haben, die nächste Generation von Menschen auf die Welt vorzubereiten, einen weitaus größeren Respekt zollen sollte. Die Charakter sind, wie ich schon kurz angeschnitten habe, wirklich unglaublich gut ausgebaut. Dadurch, dass Bob dieses Mal zu Hause bleiben muss, entsteht eine komplett neue Situation, mit welcher er umgehen muss. Und wir können eine komplett neue Seite an ihm kennenlernen. Flash bekommt neben seinen neugierigen und kindlichen Charakterzügen noch eine angenehme, charmante und humorvolle Seite dazu. Violetta ist immer noch in der Selbstfindungsphase, nachdem sie wirklich einige Rückschläge erleiden musste. Helen, also Elastigirl, sehen wir dieses Mal sowieso von einer komplett anderen Seite, welche im ersten Teil zwar schon angerissen wurde, aber halt nicht komplett verfilmt wurde. Nämlich ist sie ziemlich offen, schlagfertig und ziemlich tatenorientiert. And last but not least, Jack-Jack, der Sympathieträger des Films. Wir durften im letzten Teil ja schon sehen, dass dieses Baby echt unglaublich ist. Doch nun muss die Familie damit fertig werden und es entstehen wirklich lustige Situationen und Dialoge. Für alle, die den Film schon gesehen haben, ich sag nur, Waschbär. Das war schon mal ziemlich genial. Aber auch die Nebenfiguren sind grandios ausgearbeitet und haben eine eigene Persönlichkeit bekommen, die es so nicht unbedingt hätte geben müssen, aber die den Film wirklich aufwertet. Und es gibt schon einige Nebenfiguren. So haben wir zum Beispiel wirklich andere Superhelden, welche im Film auftauchen. In welchen Kontext will ich hier noch nicht verraten. Aber man merkt echt, dass keiner dieser Figuren willkürlich gewählt ist. Die Animationen sind wie zu erwarten um einiges besser. Ich meine, wir haben jetzt auch 14 Jahre später. Das sollten sie deswegen ja auch sein. Die Welt ist detailreicher gestaltet, als sie im ersten Teil war. Das war ja auch damals mein Hauptkritikpunkt. Die Charaktermodelle sind deutlich weicher und facettenreicher als vorher. Und wie mit den verschiedenen Superkräften und Gadgets der Helden umgegangen wird, ist sehr kreativ und visuell unglaublich ansprechend. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ich an dem Film nicht so mag, ist es die Tatsache, dass einige der Handlungsabläufe sehr, sehr berechenbar sind. Und das Traurige ist halt leider, egal wie man diese Sachen gelöst hätte, man wäre nie hundertprozentig damit zufrieden gewesen. Und auch wenn es die Welt jetzt vielleicht ein bisschen mehr detailreicher gibt, haben sie es leider dennoch geschafft, sehr viel Grau wieder einmal einzubauen. Klar, der Großteil spielt in irgendwelchen Städten, aber man hätte dort ja vielleicht irgendwelche Werbeplakate oder Lichter anbringen können. Das weiß nicht, das hätte es einfach ein bisschen farbenfroh und lebendiger wirken lassen. Vielleicht sollte es ja auch so gar nicht, aber ich hätte es irgendwie toll gefunden. Alles in allem, aber ein sehr guter Film. Ich würde ihn mir definitiv im Kino ansehen. Hier hat man dann natürlich immer wieder die Chance, mit ganz vielen anderen Menschen zusammen zu lachen und einen tollen Film zu genießen, der für Jung und Alt ein unglaubliches Abenteuer sein wird.